Ich grüße euch, Freunde des Antitos, und willkommen zurück zu Dead by Daylight. Ich bin heute mit Trevor Belmont unterwegs. Und wie ihr sehen könnt, versuche ich mich an seinem Adept. Jawohl, ich will seinen Adept haben, weil ich bin ein kleiner Junkie, was Erfolge angeht. Zwischendurch versuche ich sie immer zu erarbeiten, meine Sammlung zu vervollständigen. Das ist eine Schädelhändlerin. Oh, lange nicht gesehen. Eine Skull-Mergen. Die hat auch schon irgendwo eine Drohne hingelegt, weil sie war ohne Terrorradius. Da gerade wieder. Ist ohne Radius. Oh, die Drohne habe ich nicht gesehen. Die ist eben erst angegangen. So, wir pre-droppen direkt. Sie wird brutale Stärke dabei haben. Denke ich, die meisten Skull-Merchants haben Brutal's Trench dabei. Oh, die vaultet ja sogar auch hinterher. Ist ja cool. Okay, bemuselt. GG. Oh, eine Drohne. Eine Drohne. Aber jetzt will sie mich nicht mehr. Okay. Mensch, eine Scully, Alter. Ist ja auch schon fast ein Relikt. So, ich habe jetzt ordentlich reingekackt. Ja, guten Morgen an der Stelle. Und ja, ist doch klar, dass sie genau dann losgeht, die Drohne, ne? Ich habe die doch gehackt. Na, der andere Trevor, aber der chased die halt als hier, ne? Ah, perfekt. Da kommt eine Sable. Hallo Sable. Was geht ab? Du hast auch mindestens immer eine Säbel dabei. Also, die ist so beliebt, die alte. Das ist ja unglaublich. Und ich habe mit meiner ersten Chase auch schon zwei Gens rausgeholt gegen die Scully. Also, gar nicht mal so bad. Die Drohne hat so schnell wieder aktiviert. Die sollte aber nicht an, also uns nicht scannen können, weil wir am Generator sitzen. Für alle, die das nicht wissen, die Drohnen der Scully reagieren auf Bewegungen. Das heißt, selbst wenn die jetzt hier ihren Laser ausfährt. Und wir ziehen durch. Die Säbel hat es erwischt. Das Retten könnte ich mal den Leon überlassen. Der macht gerade nichts. Da würde ich mich nämlich mal gerade heilen. Ja, perfekt. Ja, perfekt. Södele. Und viele, ja, ich wollte gerade sagen, bei Scully, viele Skull-Merchant-Spieler sind noch auf dem ganz uralten so viele Urs, wie ich sie gar nicht sagen kann, Trip. Die platzieren immer noch ihre Drohnen bei den Generatoren. Aber das geht auch. Genau. Ja, wie bei der Hexe, einfach rancrouchen. So. Gehackt das Teil. Die Drohnen sind eher für die Chase da, für die Jagd. Das ist, um die Sky Merchant da zu verbessern. Es bringt euch wirklich nichts, die an den Generator zu setzen, weil man kann sie euch... Ich hätte die nicht mal hacken müssen, die Drohne. Ich hätte mir einfach so an den Generator setzen können. Weil, wie gesagt, die Drohne schlägt nur aus, wenn ich mich bewege. Wenn ich am Generator sitze, dann scannt die mich nicht. Und deswegen ist das eigentlich Bullshit, die an Generatoren zu setzen. Man sollte sie lieber in der Chase benutzen. Oh, die räumt aber ganz gut auf einmal, die Scully. Da haben wir den anderen Trevor. Der hat sich rangesneakt auch gerade hier. Ah, oh, verwandt hat sie dabei, die Sable. Das ist sehr schön. Wir
zieh mal den Generator durch. Sehr nice. Die hat auch schon gar nicht versucht, mich zu grabbeln, weil sie genau wusste, okay, das wird nichts. Also hat sie mich gleich ich glaub, die kommt, oder? Die ist da beim Leon, okay. Lass mal. Weil der Generator da fast fertig ist. Deswegen hat sie da so ein bisschen den auf dem Kieker. Ich würde sagen, da wo die Drohne ist, ist auch ein Generator. Sie verrät uns mit ihren Drohnen halt auch selber, wo Generatoren sind. So, ich muss aufpassen, wenn ich nochmal gescannt werde, bin ich wieder verletzt und sie kann mich aufspüren. Und ob der Kamera richtig liegt, sehe ich, wenn das Licht angeht. Jawollo. Sag ich doch. Weil die auf diesem alten Oldschool-Trip ist. Ich hack die Drohne jetzt auch nicht. Ich setze mich jetzt einfach frech an den Generator, weil die kann mich eh nicht scannen, wenn ich mich nicht bewege. Also Drohne am Generator bringt euch gar nichts, Leute. Bringt euch gar nichts. Ich mache das Ding jetzt einfach hier ganz frech. Mit der Drohne da dran. Ist doch komplett egal. Es sind halt jetzt mittlerweile Chase-Drohnen. Die musst du in der Chase benutzen. Ne? In Strukturen, wo Leute langlaufen. Oh, er bringt sie mit. Das gefällt dem Camera jetzt nicht, Trevor, ne? Was du da gemacht hast. Kollege Schnürschuh, das war nicht so schön. Ärgerlich ist das. Ärgerlich. Also okay, wir haben da zwei Generatoren, die sind nah beieinander. Einer in der Hütte, wo ich war, und der eine, wo der Leon immer als dran ist. Einen Schluck Kaffee trinken. Oh ja, Werkzeugkiste. Das gönnen wir uns. Wenn wir jetzt nicht aufpassen, dann räumt er uns halt komplett ab jetzt, ne? Da kommt die jetzt schon wieder hier hinten hin, ne? Trevor. Da hast du vorhin aber mal richtig Bullshit gemacht, ne? Kann aber schon wieder hart beat. Na, da ist sie auch schon wieder. Die Olle. Aber in der Killer-Shack hier ist noch die Palette. Ihr seht sie, da läuft sie. Wir heilen den Kollegen hier erstmal. Sie macht halt auch wieder einfach random die Drohne hier hin, ne? Das Einzige, was die Drohne sie oder die Drohne hilft, jetzt quasi nur zu sehen, ob die Leute dran sind oder halt eben nicht, ne? Aus dem Schrank gezogen. Der Leon, Alter. Jetzt haben wir einen Survivor weniger. Oh, die ist Hype für Strike. Alter, ich hab mich und ich wollte mich schon beschweren wieder. Den Generator hat sie auch auf dem Kieker. Hier ist ein Generator. Und hier ist ein Generator. Da ist sie. Und im Haus ist ein Generator. Sie läuft jetzt nur auf die Gens ab, right? Gehe ich mal hier dran, ne?
Oder auch nicht? Okay, den Generator kann ich vergessen. Der in der Mitte. Da läuft sie auch schon wieder. Das Böse ist halt die Sky Merchant. Die hat einen ganz schicken Skin an. Das Problem ist, du kannst sie aus der Ferne mal schnell für einen Survivor halten. Ja, die hatten einen soliden Dreier-Gen, ne? Das ist das Problem. Und nicht alle ziehen hier mit. Das ist das nächste Problem. Ich bin eh gebrochen, Kollege. Ich muss gar nicht warten, geh doch mal. Geh und mach einen Gen, Alter. Ja. Aber irgendwann kann sie keine Generatoren mehr treten. Das ist das. Na, das ist halt das Ding. Oh, scheiß auf die Drohne. Hoppla. Ja, er ist jetzt raus. Rest in peace, Leon. Was macht der eine Trevor da? Was ist los mit dir, Kollege? Ah, es kommt sie jetzt schon wieder hergetingelt, ne? Da ist sie auch schon. Ja, es macht sie wieder Drohne. Wir nehmen die wieder weg. Da bin ich ganz frech. Da bin ich einfach ganz, 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 ganz frech. Ich war noch gar nicht am Haken. Weil die keinen Bock auf die Killer-Check hat. Ist sehr gut. Ich dachte, du wärst... Komm, scheiß auf heilen der Jen jetzt hier. Oh, jetzt will sie jetzt engagen auf die Check? Nee, doch nicht. Oh, jetzt kommt sie aber. Jetzt hat sie Bock. Oh, Schwingerinski rausgehauen. Das hat sie jetzt diesmal gut gemacht. Da hat sie mal ihre Drohne in der Chase genutzt, ja, um ein Detectable zu werden. Hätte also wirklich den Vault wagen können. Aber sie kommt, sie kommt, sie kommt, Leute. Haut ab. Haut ab! Sie kommt! Weil sie dürfte die Gens eigentlich bald nicht mehr treten dürfen, also... Ja, guck mal, da kommt sie schon, er ist raus. Ja, 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 das gibt nichts mehr. Es kommt, die Säbel kommt jetzt mich zwar retten, aber das ist gelaufen, die Geschichte hier. Sie ist doch da direkt, Sable. Hör doch mal auf so. So, siehst du, wo sie ist? So, ich führe sie jetzt mal ganz wild woanders hin. Oh. Hat sie keinen Bock drauf. Ja, dass wir ihr so einen Dreier-Gen präsentiert haben jetzt quasi, ne? Das ist halt doof. Das ist halt das Allerdämlichste gewesen jetzt. Und da werden wir nicht mehr viel machen können, ne? Weil sie genau, die sind
Der hat 3 Gens in einer Reihe und die läuft so auch einfach eiskalt ab. So, bitte. Ah, scheiße. Das kann sie mich ja sowieso scannen. Ist ja sowieso vorbei, also was soll's. Was eine lange Runde, ey. Schon nicht mehr so eine lange Dead by Daylight Runde gehabt. Hier ist ja wieder Bullshit. Aber ich habe trotzdem den Erfolg würdige Blutlinie erhalten. Ich weiß zwar nicht, was man da machen muss für, aber ich habe ihn. Oh. Könnte man ja gleich mal gucken, was man dafür machen muss. Um würdig zu sein in der Blutlinie. Oh, vor dem doch nicht. Kein Wo. Schade, Schokolade. Ja, unser Fehler war eigentlich nur, dass wir die 3 Gens da, ne? Wir haben da nicht drauf geachtet. Das war unser Fehler. An sich war die Sky Merchant gar nicht so gut, wie ich fand, weil die hat wirklich ihre Drohnen nur bei den Gens platziert und das war's. Und wir hätten das eigentlich locker wuppen können. Auch der andere Trevor war jetzt nicht so, der hat oft, fand ich, so gegen Ende nur rumgestanden. Also... K-A-K-A-K-A. Was da los war mit dem, aber ja, schade, kein Adept für mich. Aber trotzdem war es eine schöne Runde, wie ich fand. Hat mir auf jeden Fall mal wieder sehr viel Spaß gemacht, als Survivor unterwegs zu sein. Und wenn es euch auch gefallen hat, liebe Leute, dann Däumchen nach oben da lassen. Abo auf dem Kanal wäre nice, ist auch kostenlos, ganz wichtig. Und jetzt laufen die Credits, wo meine Kanalmitglieder erwähnt werden. Das sind die Boys und Girls, die mich sogar finanziell unterstützen. Vielen, vielen lieben Dank dafür, dass ihr das für mich tut. Ihr seid die allerbesten. Macht bitte weiter so. Ich bin erstmal raus. Euch noch einen wunderschönen Tag. Bis denn und ciao, liebe Freunde des Antitus.